CSU in Passau. Die Rede von Parteichef Söder dauert immer noch an. Was waren denn bisher seine wichtigsten Kritikpunkte und Botschaften? Die Rede ist vor ein paar Augenblicken zu Ende gegangen. Was wir jetzt hier gerade in der Halle hinter mir erleben, das ist der Schlussapplaus. Seit ein paar Minuten steht Markus Söder auf der Bühne und nimmt hier den Applaus entgegen. Er hat ungefähr 1,5 Stunden gesprochen. Und in diesen 1,5 Stunden hat er sich vor allem an der in Berlin regierenden Ampelkoalition abgearbeitet. 3 Dinge sind dabei auffallend. Erstens, Zielscheibe dabei waren gar nicht so sehr die Sozialdemokraten, sondern vor allem die Grünen. Das zeigt, wen Markus Söder hier im bayerischen Landtagswahlkampf als den Hauptgegner betrachtet. Zweitens, er hat über Bayern nur im kleineren Teil seiner Rede gesprochen, ein bisschen an das Bayern-Gefühl appelliert und eine Hightech-Agenda noch mal hervorgehoben. Und drittens, über Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik hat er so gut wie gar nicht gesprochen. Und das trifft den Nerv vieler Kritiker von Markus Söder, die finden, dass die Partei sich dadurch verzwergt. Also, der heutige Tag hat einen Vorgeschmack gegeben auf den bayerischen Landtagswahlkampf im Herbst. Im Grunde war das hier in Passau heute der inoffizielle Wahlkampfauftakt zur Landtagswahl am 8. Oktober. Vielen Dank, Stefan Leifert in Passau. Die Dreiländerhalle in Passau. CSU-Generalsekretär Martin Huber macht sich selbst ein Bild. Die letzten Handgriffe am größten Stammtisch der Welt. So nennt die CSU ihre Veranstaltung zum politischen Aschermittwoch. Im Jahr der bayerischen Landtagswahl ein besonderes Ereignis. Das ist eine ganz klare Standortbestimmung für die CSU, für die Politik in Bayern. Wir in Bayern, wir sind das Gegenmodell, das erfolgreiche, das tatkräftige Gegenmodell zum Dauerzoff in der Ampel. Das letzte Mal fand der politische Aschermittwoch 2020 vor Publikum statt. Für viele CSU-Fans eine gefühlte Ewigkeit. Zum Vorglühen in diesem Jahr twittert Parteichef Söder vorab ein paar Botschaften. Nicht unbedingt neu, aber stammtischtauglich. In Bayern dürfen die Menschen sagen, was sie wollen. Und sie dürfen singen, was sie wollen. Ein zwanghaftes Gendern machen wir in Bayern nicht. Von Passau nach Landshut. Auch für die Grünen läuft der Countdown zur Landtagswahl. In den Umfragen liegen sie auf Platz 2. Der Aschermittwoch also ein willkommener Termin, um Themen zu testen und die Truppen zu sammeln. Die CSU liefert ja so viele Steilvorlagen für uns für eine Aschermittwochsrede. Allein die Energiepolitik, die zeigt ja wahnsinnig viele Bereiche, die man gut darlegen kann. Und ich finde es auch wichtig, auch mal ein bisschen pointiert darzulegen, was falsch gelaufen ist. So sah der politische Aschermittwoch zu Corona-Zeiten aus. In TV-Studios, ohne wirkliches Publikum. Das Bier ein Akt der Verzweiflung, die Stimmung im Keller. Danke, danke dafür, danke, dass wir als Gemeinschaft zusammenhalten. Fast gespenstisch. CSU-Chef Söder vor extra angefertigten Parteifreunden aus Pappe. Der Defiliermarsch vom Band. Stattdessen soll es jetzt endlich wieder so klingen. So wie vor Corona und dem Kriegsausbruch in der Ukraine. Klartext mit ordentlich Wumms eben. Für CSU, Grüne, SPD, FDP, AfD und Linke heißt es heute am späten Vormittag volle Kraft voraus ins politische Jahr 2023.